Und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Mirror's Edge Catalyst. So, wir haben uns das den Wegpunkt gesetzt und wollen zur nächsten Mission. Schauen wir mal. Gerade eben haben wir ja diesen Run nicht geschafft. Da könnten wir eigentlich mal kurz gucken, was es noch bei Beweglichkeit so gibt als nächstes. Hocke. Macht sie denn da? Dass du dann so besser drüber kommst. Okay, ich verstehe. Schnelle Drehung. Ah, okay, auch nicht schlecht. Gut zu wissen. Okay, wir gucken mal schnell bei Kampf. Wobei, das hat nichts mit dem Rennen zu tun. Ausrüstung vielleicht. Da können wir aber noch gar nichts... Ah, wir müssen erst da Missionen schaffen. Siehst du? Das war mir schon klar. Wir müssen erstmal diese Hauptmission schaffen. Und dann werden wir auch stärker. Gut, dann gehen wir jetzt zur nächsten Hauptmission. So. Einmal über Class, wie auch immer die Stadt heißt, über die Dächer. Zurück Richtung Birdman war das, glaube ich. 25 Mitarbeiter. So, kommen wir hier eigentlich hoch? Tatsächlich rutscht die echt wieder weg. Okay, gut zu wissen. Habe ich bestimmt beim nächsten Run eh wieder vergessen und versucht so eine Schräge hochzulaufen, aber... Wir nehmen eine kleine Abkürzung. Wie viel haben wir? 6 von 21. Rechts haben wir noch einen. Nehmen wir erstmal den rechts. Ah genau, ich wollte zu diesen Kids. Yo. Aber ich schaffe eure Jobs noch nicht, dafür bin ich noch zu schlecht. Erstmal gehen wir jetzt zu unserem komischen Standard-Kit. Denn ich will wissen, was das ist. Und ich will da noch ein bisschen weiter was von der Story sehen. Hier ist noch was. Guck mal, hier abspielen. Okay, hier gibt's Mucke. Kit öffnen. Standard-Kit. Nimm dein altes Leben wieder auf. Runner-Tech-Emblem, okay. Ne, mach das mal lieber aus, sonst kriege ich hier wieder Ärger. Oh, jetzt habe ich nächstes Lied. Standard-Kit. Upgrade. Runner erhalten. Objekte. Okay. Gut, dann gehen wir hier wieder raus, sonst kriege ich hier wieder Ärger von der GEMA. Die ganzen Lieder kommen. Okay, der ist viel fröhlicher, als ich, seitdem ich wieder da bin. Was ist das eigentlich für eine Hütte hier? Wer zahlt denn hier Miete? Hier bin ich auch nicht hier. Nur damit ihr eine fette Hütte habt. So, also. Wir gucken auf die Karte. Sei wie Wasser, Hauptmission. Machen wir. Einmal hin da. Am Propeller gleich rechts. Batsch, batsch. Wie die Hände da geklatscht haben. Bam, 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 bam. Runnerin, ich hab einen Job für dich. Renn alleine. Oh, wie sieht's mit der Kohle aus? Das geht dir gar nichts an. Hey, was haben wir da? Hinten? Da, hinten? Ja, komm, annehmen. Wo ist dieser tote Briefkasten? Es gab eine kleine Planänderung. Sie wollen einen anderen toten Briefkasten in der Nähe nutzen. Nur leider bekommst du es auf dem Weg dorthin mit einigen KSEC-Patrouillen zu tun. Endlich. Vermutlich als Reaktion auf den Aufruhr von vorhin. So, liefere die Steuerchips ab. Was? Setze mit ein Übertragungsangriff ein, Gegner. Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Okay. Na dann. Batz, da haben wir den ersten. Bleib fokussiert, Faith. Ach so, ja, weil ich, bleib wie Wasser, jetzt check ich das. Ich soll so flowmäßig wie Wasser bleiben. Ich soll mich immer fortbewegen, nicht stehen bleiben. Okay. Okay. Okay, das kriegen wir hin. Setze mit Übergangsangriff ein. Bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Bam, es funktioniert.
haben. Bam, einfach im Vorbeigehen, eiskalt die Typen weg. Gar nicht. Du bist im Flow, mach weiter so. Natürlich bin ich im Flow. Du hast es fast geschafft, weiter so. Flow, 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 Flow. Oder sind wir da? Okay, ich bin da. Ja. Die Sache ist den ganzen Ärger wert. Fliegen lernen, Errungenschaft. Du hast heute vielen Menschen geholfen, Faith. Ich melde mich wieder. Ja, das sieht doch gut aus, Mensch. Das war ja, das hat Spaß gemacht. Ja, kann man schon so sagen. Kann man ja eigentlich Schnellreise machen. Wegpunkt setzen. Schnellreise gesperrt. Warum denn? Ja gut, dann gehen wir da halt zu Fuß hin. Was haben wir hier noch? Gib mir das. Liefer das Paket ab. Wohin? Einmal da runter. Gucken, 40 Sekunden. Also ich muss schon sagen, ey, die Zeiten sind ja echt der Hammer. Wie schnell man das alles schaffen soll. Wohin? Da runter. Darüber. Wieder nur noch 10 Sekunden, das schaffe ich da niemals. Ich muss noch da komplett hoch. Ey Leute, ich weiß nicht, woran das liegt. Boah! Eine Sekunde hatte ich noch. Okay, ich habe den Eindruck, du bist mehr als bereit für einen echten Auftrag. Und ich habe auch schon den perfekten Run für dich. Komm wieder ins Versteck, dann besprechen wir die Einzelheiten. Er sollte auf jeden Fall genügen, damit du zumindest einen Teil deiner Schulden bei Dogen begleichen kannst. Das Paket wurde erfolgreich zugestellt. Vielen Dank. Die Bezahlung wurde freigegeben. Krass, Mann. Eine Sekunde hatte ich noch. Okay, jetzt aber... dahin. Na? Jetzt Wegpunkte, ach so, ja, ich war zu weit weg. Und den Wegpunkt nicht gesehen. So, komm, bam. Boah, schönen Gruß an die Knöchel. So, ich bin ja auch immer einer, ich will immer so Abkürzungen und so nehmen. Aber meistens geht das schief. Aber wieder eine Kamera. Kann man die nicht kaputt machen, die blöden Kameras? So, wo muss ich hin? Lasst mich doch mal alle in Ruhe, macht eure Jobs alleine. Guck mal, der sitzt hier. Der will mir nur unter den Rock gucken. Unter meinen nicht vorhandenen. Bam, 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 bam. Über die Couch. Was ist denn hier? Screen hacken. Cool. Da kommen Nachrichten. Sport. Ich immer hier hochrenne. Jetzt zeige ich dir, wer hier der Boss ist. Boom. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Okay. Oh. Ja. Nein! Wieso? Wieso? Du bist eine Niete. Störe ich euch bei irgendwas? Nein, ich habe schon gewonnen. Verdammt nochmal. Das Spiel ist doch komplett unlogisch. Du lernst es noch. Faith hat mich ständig geschlagen. Ganz genau. Du hast also einen Run für mich? Richtig. An? An! Elysium Labs. Ein Datendiebstahl. Sehr gut bezahlt. Ein Einbruch bei Elysium? Ist sie dafür bereit? Lass das mal meine Sorge sein. Du gehst mit ihr. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, Noah. Wie letztes Mal. Du gehst alleine rein, aber Icarus hält Wache. Hör zu. Die Daten dort sind extrem gut gesichert.
Ihr könnt euch also keine Fehler leisten, verstanden? Was kriege ich fürs Babysitten? Hm? Genau ein Drittel. Mhm. Oder? Ich gebe den Run Aisha und Caleb. Also? Schon gut. Wir sehen uns dort, Faith. Mhm. Oh. Und verlauf dich nicht. Los. Oder soll er vor dir da sein? Ich rieche ein Wettrennen. Machen wir. Wir antworten ihm gar nicht erst so arrogant, wie wir sind. So, einmal runter. Nein, kann ich nicht. Das kostet. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Eine Mission mit dem zusammen. Ja, du willst das Geld. So. Gucken wir mal, wann wir auch in den nächsten Stadtteil kommen. Oh. Elysium Labs ist eines der größeren Gebäude. Du müsstest an der Seite ihr Logo sehen. Ich bin schon so gut wie da. Mal sehen, ob du mich noch einholen kannst. Kann ich natürlich nicht. Denke ich. Abteilung von Elysium. Dort setzt du an einem Terminal die Shotgun ein und siehst anschließend zu, dass du da rauskommst. So, wieder im Spiel. Noah hatte ich damit beauftragt, bei Elysium Labs einzubrechen und für... Okay, das hat er gerade alles erklärt. Die erste richtige Mission und dann auch noch mit ihm zusammen. Gucken wir mal. Das ist heute offenbar dein Glückstag. Wieso? Ich habe ein offenes Fenster gefunden. Da kommst du rein. Das kommt mir komisch vor. Ist Ihre Security echt so nachlässig? Wer weiß. Willst du abbrechen? Mir wäre sowieso wohler, wenn ich selbst reinginge. Was soll das denn bedeuten? Dass du einen Ruf hast. Aber nur zu. Das sehen wir ja gleich. Hol uns das Geld. Was? Wie ich? Geh du mal, Digga. Geh du. Kiss einer. So, okay. Durchs offene Fenster. Gehört. Vielleicht hat es nur der Putzdruck vergessen, aber das glaube ich nicht. Sei vorsichtig. Das ist nicht gerade Ihre Spezialität, oder? Vorsichtig zu sein. Mach du einfach deinen Job und lass Faith ihren erledigen. Bin schon dabei. Ich habe dir ein Seil zu dem Fenster gespannt, Faith. Damit kommst du rüber. Ich bin drin. Ich bin drin. Haha, wie ich's wusste. Gut, kann sein, dass da ein paar Mitarbeiter sind, die eine Nachtschicht einlegen. Und halt die Augen nach Krugers Heck offen. Okay. Als ob sie das Rumgequietsche hier nicht hören. Oh. Mein Fehler. Achtung, da unten geht irgendetwas vor sich. Eine Wagenkolonne nähert sich, begleitet von jeder Menge Enforcern. Was? Dieser Run gefällt mir immer weniger. Keine Sorge, Noah. Sobald er erledigt ist, wird er dir gleich viel besser gefallen. Ja, das hoffe ich. Die Agrarabteilung befindet sich in den obersten Stockwerken. Der schnellste Weg darauf sind die Aufzüge. Oder auch nicht. Da komme ich nicht durch. Okay, hey? So, kann man sich da festhalten? Ah. Ich verstehe einfach nicht, was Kruger hier mitten in der Nacht will. Das heißt, er sei gerade eben eingetroffen. Ich bin mir sicher, dass er uns mit dem Typen oben bei erfahren. Die Kruger interessiert sich für unsere Abteilung? Natürlich nicht. Ich meine, diese anderen Typen. Die Jungs und die Männer sind so untergebracht. Ja, richtig. Die, die ganzen Mittel bekommen. Tja, schön zu warten. Da hat er uns noch nicht gebraucht. Vielleicht müssen wir auch bei der außerplanmäßigen Überprüfung. Sobald du die Aufzüge gefunden hast, kannst du einen der Schächte raufklettern. Oder als blinder Passagier nach oben fahren. Direkt.
direkt unter den lang gehangelt. Huah. Die Sache wird geregelt. Sonst noch was? Um ehrlich zu sein, ja. Ich bin in unseren Projektdateien gestern zufällig auf ein Unterverzeichnis gestoßen, in dem etwas namens Hinden erwähnt wird. Die Dokumente werfen einige beunruhigende ethische Fragen auf. Was in Hinden vor sich geht, ist nicht Ihre Angelegenheit. Mr. Kruger, mir wurde volle Kontrolle. Und so wie ich, denken Sie dort, die Sorgen, die ich noch verarbeitet habe. Mögen Sie Ihren Job? Falls ja, rate ich Ihnen dringend. Kingdom. Die meint Kingdom. Ich habe einen Weg in die Agrarabteilung gefunden. Kingdom. Und ich glaube, Gabriel Kruger ist hier. Valhalla Kingdoms. Wir sollten nachblasen. Nein, ich bringe das hier zu Ende. Na schön, ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Icarus, gib uns Bescheid, falls sich draußen was tut. Faith, dein nächstes Ziel sind die Büros. Ich habe Dokumente gefunden. So. Natürlich kommen jetzt hier noch voll die Gangsters und wollen mich zusammenlegen. Bin ich eigentlich ziemlich sicher. Mal hier. Ich frage mich, was Gabriel Kruger mit der Mortell-Familie und Elysium zu schaffen hat. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Wissen ist Macht, Noah. Für manche. Neues Enzym, irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Reposa ist ganz scharf drauf. Gut, kling dich in irgendein Terminal in Arbeitsraum 4H ein. Den Rest erledigt die Shotgun. Okay. Jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Aha. Ich dokumentiere unsere Reise wie ein Tagebuch. Für Avani, wenn sie älter ist. Es geht ihr schon viel besser. Ja, aber sie ist immer noch schwach. Sie wird sich an die Reise nicht allzu gut erinnern. Die Vorräte sind fast komplett. Firebird sucht noch ein Fahrzeug. Wir brauchen etwas Zuverlässiges. Das stimmt. Aber ich fürchte, das wird nicht ganz einfach. Vielleicht hilft uns Black November. Mit dem hätte ich gerne möglichst wenig zu tun. Wir haben die Waffen. Das ist mehr als genug. Ich sehe mal nach Avani. Gib mir Bescheid, wenn wir alles haben. Mach ich. Okay. Haben wir ein Memo gefunden. Was machen die denn hier? Pflanzentests. So. Dann gehen wir hier hoch. Darüber auf jeden Fall. Jetzt wird das gar nicht mehr richtig angezeigt, wo man lang muss. Arbeitsraum 4H, Faith. Er sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Ja, Mann. Chill mal. Oh. So, hier haben wir da was. Ich bin am Terminal und setze die Shotgun ein. Was, Shotgun? Ich habe die Bestätigung. Der Grab war erfolgreich. Noah, hier ist noch jemand. Der sieht nicht wie ein Runner aus. Ach, dass du da rauskommst, Faye. Sorry, aber ich will mir das ansehen. Das war ja klar. Ich sitze dann mal untätig hier rum und hoffe darauf, dass du davon kommst. Okay. Wenn ich das machen, habe ich aber nicht. Faye, du musst mir nichts beweisen, okay? Ich will einfach nur, dass du gesund wieder zurückkommst. Ich rieche einen Kampf. Vorhin einfach hinterher, die weiß nicht mal, wer das ist, was der will. Aber nun ja, jetzt wollen wir es natürlich auch wissen. Dieser Bereich ist irgendwie anders. Ich frage mich, was wir hier machen. Voll die Labore hier.
Resultaten der anderen Einrichtungen. Freut mich, das zu hören, Mr. Kruger. Wir waren... Was zum... Director Mara, geben Sie Alarm. Schalt ihn aus. Hier spricht Director Mara. Wir haben einen Code Blau. Dr. Hill ist tot. Was? Was heißt, Sie sind ausgesperrt? Überschicken Sie ihn, verdammt. Hier ist mein Tag. 47091. Halt! Ich brauche ihn lebend. Was war das in seiner Hand? Cyanid. Bedauerlich. Wo ist das Ding? Schnapp sie! Jetzt wird's interessant. Okay, Fernkampf. Die mag ich gar nicht. Ein Fokusschild erlaubt dir, Kugeln auszuweichen. Okay. Ich will eigentlich einfach nur raus. Wow, falscher Weg. Okay. Das war der falsche Weg. Nicht schlimm. Muss auf jeden Fall die Typen da erledigen. Die Frage ist nur. Jo, überspringen. Ja, gerade eben schon gesehen. Komm ran hier. Die ballern. Einfach da irgendwie rauszukommen. Wenn du kämpfen musst, kämpf. Aber sag, dass du da rauskommst. Icarus, tu was du kannst, um mir zu helfen. Bin schon dabei. Boah. Hey, ich seh dich. Du musst ein Stockwerk tiefer. Dann schieb dich hier ein Seil rüber. Oh, scheiße. Falscher Knopf, sorry. Wäre ich nicht da gewesen? Ich locke sie weg. Wir sehen uns dann im Versteckfeld. Die ganze Stadt ist in Alarmbereitschaft. Im Grid ist die Hölle los. Was auch immer du gemacht hast, Faith. Du hast mitten in ein Wespennest gestochen. Tja. Wir sehen das schon seit Jahren. Wir machen keine Runs gegen Krugers Hack. Und was ist das Erste, das du machst, nachdem du wieder raus bist? Ich habe den Eindruck, ich rede bei dir gegen eine Wand. Tja, Diggi, du wirst mir doch später noch danken. Guck mal da drüben. Schade. Überall Helikopter. Icarus, wie sieht's aus? Ich bin die meisten Verfolger losgeworden. Jetzt muss ich nur noch den Rest abschütteln. Wir sehen uns bald. Danke mir später, Diggi. So. Und rüber, hinüber, so. Jetzt bin ich gespannt, was auf dem Tape drauf ist. Boah, die nerven so schon ein bisschen. Wieder ein Spiel abgeschlossen, 750 XP-Punkte bekommen und wir haben ein Update. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Machen wir Bewegung oder machen wir Kampf? Bewegung, was haben wir hier? Hocke ist ganz cool, aber habe ich jetzt noch nicht so oft gebraucht. Und schnelle Drehung, das finde ich eigentlich auch ganz nice. Wir gehen aber mal zurück auf Kampf. Was haben wir hier noch? Protector. Höherer Schaden gegen Protektoren. Oder Protectors. Betäubungsvorteil. Führe 3 leichte Angriffe aus gegen stolpernde. Okay.
Was? Fasergewebe? Ausdauer plus 1. Yes. Vielen Dank. So. Okay, hätten wir das auch geklärt. Einmal hier hoch. So, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein paar Kommentare da. Macht's gut, euer Chris. Ciao.